Hallo, werte Zuschauer und Abonnenten. Ich möchte mich zwar jetzt nicht unbedingt als News-Kanal sehen, aber ich habe doch eine nennenswerte Neuigkeit, die die Gamer interessieren könnte, vor allem die Leute, die eine RTX-Grafikkarte haben und die Shadow of Tomb Raider spielen. Ich möchte noch kurz anmerken, ich mache das ja nicht allzu oft, dass ich hier mich mit Neuigkeiten aus der Technikwelt auseinandersetze, aber ich möchte es jetzt trotzdem mal einmal versuchen. Und deswegen, falls ich jetzt irgendwelche Versprecher habe oder irgendwas durcheinander würfel, das kann mal passieren, dann bitte nicht böse nehmen, dann bitte selbst sonst an der Stelle eine Informationsquelle nutzen, wo ihr das selber nochmal nachlesen könnt. Ich habe das jetzt zum Beispiel hier gerade von PC Games Hardware. Und zwar folgendes. Es wurde vor circa einem halben Jahr Shadow of Tomb Raider einmal vorgestellt, und zwar von Nvidia, dass die Raytracing-Technologie nutzt, und das wurde auch, ihr kennt das mit dem RTX On und Off, diese Technologie wurde präsentiert und wie dann Shadow of Tomb Raider dann damit aussieht und Bildqualität und ach so toll und hast du nicht gesehen. Und es sah auch beeindruckend aus, das muss ich zugeben, und das Ding ist aber, irgendwie erschien es bislang nicht. Also Raytracing war irgendwie nicht dabei. Und es hat sich auch irgendwie jeder gefragt, wo bleibt das? Selbst ich wurde im Stream gefragt, sag mal, hast du was von Raytracing gehört? Ich hoffe, derjenige sieht das jetzt auch hier. Hast du was von Raytracing gehört? Irgendwie, dann bin ich mit dem 10 Minuten lang die Einstellungen in Shadow of Tomb Raider durchgegangen und hab's aber nicht finden können. Und ich dachte mir, das kann eigentlich nicht sein, was ist denn da? Und circa eine Woche später, also der Artikel jetzt, der kam wann raus? Lässt sich das jetzt hier gerade sehen? Ja, am 20. Das ist, warte mal, das war gestern. Achso, das hat ein Update bekommen. Aktualisierung vom 20. Gibt es noch das eigentliche, was davor war? Okay, nein, der Artikel war eigentlich ein bisschen älter. Dachte ich zumindest. Ist egal. Und zwar, im Endeffekt, Raytracing kommt jetzt trotzdem. Beziehungsweise endlich. Und zwar mit Patch 13 bringt jetzt Shadow of Tomb Raider, kommt jetzt damit mit dieser Raytracing-Technologie. Alles, was ihr dazu braucht, das stand hier unten irgendwie, ist ein, ich suche das mal eben, genau, als Voraussetzung braucht ihr lediglich Windows, also was ist lediglich, braucht ihr Windows 10 mit einem bestimmten Update, den GeForce-Treiber 41935 und eine RTX 20, also der 20er-Serie. Das Ding ist, nun neu hinzukommende Raytracing gibt es nicht nur für die RTX-Grafikkarten, sondern tatsächlich sage und schreibe auch für die GTX 10er-Grafikkarten bis hin zur die GTX 1060 6 GB, die ich zufälligerweise habe, runter. Und das heißt, auch ich bin damit im, ich möchte es jetzt mal Privileg nennen, dieses Raytracing zu probieren. Ganz wichtig an dieser Stelle, die GTX-Grafikkarten haben nicht die Leistung wie eine RTX-Grafikkarte. Deswegen wurde hier auch beschrieben, die Leistung mit einer RTX-Grafikkarte im Raytracing-Modus ist um oder kann doppelt bzw. dreifach so groß sein. Und deswegen werden die GTX-Nutzer unter euch und einschließlich mir nicht das Raytracing komplett ausnutzen können. Und wir haben auch entsprechend Einschränkungen zu erwarten, hieß es nämlich. Offenbar ist dieses Update frisch rausgekommen, das heißt, es dürfte eigentlich ab diesem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, dürfte für die RTX-Grafikkarten bereits das Update für Shadow of Tomb Raider bereitstehen. Ich habe sogar mal nachgeschaut, es gibt mittlerweile sogar bereits den Grafikpatch dazu, das ist die 41935. Die kann man sich jetzt bereits runterladen, aber für die GTX-Nutzer ist es so, erst ab Anfang April wird dann der Raytracing-Patch für uns zur Verfügung stehen. Und es ist ein bisschen schade, dass das für ein Spiel erst ein halbes Jahr später rauskommt, weil es wurde damit angepriesen und beworben. Es kam nie, es wusste auch nie einer, was dann wo passiert. Und jetzt kommt es trotzdem. Welch ein Glück, möchte ich mal meinen. Aber ja, dass ihr Bescheid wisst, es kommt tatsächlich. Und ich werde probieren, ob ich das vielleicht in einem kommenden Stream noch mit präsentieren kann, das wäre schön. Ansonsten möchte ich euch erstmal nur darauf hinweisen, ja, Raytracing kommt
für Shadow of Tomb Raider. Und als Patch. Und eben auch für die GTX 10er Reihen bis zur GTX 1060 runter. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und wenn euch ein News-Format auf meinem Kanal gefällt, dann ganz ehrlich, bitte, dann lasst mir Feedback da, weil es hilft mir ungemein, weil ich kann ja auch nie immer wissen, was ihr sehen möchtet. Aber wenn ihr denkt, doch du, das passt eigentlich zu dir, dann lasst mal einen Kommentar da. Mich würde es auf jeden Fall interessieren und ich habe was gern zu lesen und ich interagiere gern mit euch. Und ich möchte euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Von daher, danke fürs Zuschauen und ich bleibe gespannt.